Jalen Smith, der Ex-Berliner, und Virtus Bologna sind die Gegner von Pablo Laso und dem FC Bayern Basketball, der neue Coach im BMW-Park mit seinem ersten Heimspiel. Und wir starten direkt mit Wumms rein. Virtus Bologna findet immer wieder gute Passstaffetten. Bei denen gab es ja auch Trainer-News. Sergio Scariolo vor wenigen Tagen entlassen. Luca Banchi wird ihn ersetzen auf der Coaching-Position. Ein alter Bekannter in München, Devin Booker, ist zurück und setzt sich hier in der Zone direkt mal durch. Plus das Foul. Es ist eine sehr muntere, sehr temporeiche Partie, allerdings auch mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Das hier ist der junge Ivan Karchenkov. Über den Sommer hat er schon mit der U-Nationalmannschaft demonstriert, was für ein Talent er ist. Jetzt hier von außen, zweimal in Folge, trifft er den Dreier. Und das ist auch ein neuer. Carson Edwards, was für ein Athlet, wischt diesen Ball noch weg am Korb. Und dann ist er auch gleich vorne involviert. Er braucht nicht viel Platz für diese Würfe, eingesetzt von Nelson Weidemann. Die Bayern wirken offensiv sehr gut aufgelegt. Hier ist Toko Shengelia in die andere Richtung mit dem Mismatch gegen Nelson Weidemann. Und das nutzt er gerne aus. Da ist schon wieder Carson Edwards, dieses Mal mit dem Steal und dann in Transition einmal durch dieses Tempo und widerstehlich. Für den Mann, der gute NBA-Minuten gespielt hat, für Detroit und die Boston Celtics, und jetzt in Europa versucht, einen großen Sprung nach vorne zu machen. Es könnte seine Saison werden, wenn man ihn so in der Vorbereitung sieht. Aber Bologna bleibt dran. Cordinier, der vor den Augen von Serge Ibaka, dem Neuen, und Vlado Lucic hier die Punkte erzielt. Zweite Hälfte und es geht spektakulär los. Bolmaro mit dem Lob für Devin Booker. Er fliegt wieder in München, so wie er es schon einmal getan hat. 46-45 und da ist Jalen Smith. 14 Punkte von ihm in der zweiten Halbzeit. Bringt Virtus Bologna hier wieder richtig zurück ins Spiel. Die Antwort: Nelson Weidemann, die letzten zwei Jahre verliehen. Jetzt wieder zurück im Trikot der Münchner. Wir gehen rein ins letzte Viertel. Da ist wieder Jalen Smith für drei. Die Bayern zwischenzeitlich zweistellig davon, aber Bologna startet nochmal ein Comeback. Hier sind sie in der Transition mit den nächsten Punkten in der Zone. Und Pablo Laso ist gezwungen zur Auszeit, denn gerade in diesen Transition-Situationen bekommen die Bayern das aktuell nicht gestoppt. Wir springen in die letzte Minute. Es ist die Crunch-Time in München. Bolmaro mit dem Ballvertrag. Und wo soll der Ball hin? Natürlich zu ihm, Carson Edwards. Bringt die Bayern in Führung. Aber das Spiel immer noch nicht ganz vorbei. Tremel Darden, der momentan einspringt bei den Münchnern, sich fit hält, wollte er eigentlich seine Karriere bereits beenden, erhöht auf drei. Aber Bologna hat nochmal die Chance. Und wer ist besser als Marco Bellinelli? Aber er verpasst diesen Wurf. Und die Bayern setzen sich durch gegen Virtus Bologna. I think we played well. I mean, just focusing on getting stops towards the end, that was important. So I'm happy for us to get this win, but we got a lot of work to do still. So drei Verluste, denke ich. Also ich meine, für die ist es einfach, wenn wir nicht mal auf den Korb werfen, dann müssen wir Defense spielen, um jeden Stop zu holen, wenn wir keine Punkte machen können. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir vor allem nicht mehrere Ballverluste in Folge haben, weil dann automatisch ein Run entsteht. Ja, ich denke, da müssen wir besser werden. Ein Sieg gegen ein starkes Euroleague-Team, das ist ein sehr, sehr gutes Signal aus Sicht des FC Bayern Basketball. Morgen geht es dann ins Finale gegen Roter Stern Belgrad. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.